Es ist vielleicht ganz interessant, wenn man zwischendurch sieht, wo wir unsere Filme erstellen. Von ganz oben nach ganz unten. Und hier haben wir schon unseren ersten Schauspieler. Es ist eine kleine gemeine Tonschrecke. Gemein bedeutet nicht, dass sie besonders primitiv ist, sondern gemein bedeutet eigentlich, sie ist gewöhnlich. Genau, ja. Eine gewöhnliche Tonschrecke. Sie sind klein, sie sind 5 bis 10 mm groß. Und sie sind super gut an die Umgebung angepasst. Sie sagen, sie können auch die Farbe wechseln, wenn es sein muss. Sicher? Ja, je nach Umgebung, wo sie leben. Aha. Gut, vielleicht verschwindet er noch. Hier ist er beim Mittagessen, denke ich. Ja, er hat gern Moos. Moos, Flechten, hä? Genau, ja. Oder auch zarte Gräser oder Algen. Algen? Ja. Schwimmt er? Das weiß ich nicht. Kaum. Wie kommt er an Algen? Das habe ich gelesen. Ja gut, man liest so einiges. Ja, ja. Aber er wird nicht, sie werden nicht sehr alt, sie werden nur etwa 8 Monate alt. Aber von der Entwicklung vom Ei zur Schrecke dauert es 1 bis 2 Jahre. Ja, und das gibt dann immer wieder Häutungen dazwischen. Ja. Ja. In der Regel sind es so 4, 5 Häutungen, die Schrecken mitmachen. Sie können auch nicht fliegen und sie zirpen ebenfalls nicht wie andere Heuschrecken. Und ich habe gelesen, sie können auch nicht hören. Hm. Aber wirklich sehr klein. Aber große Augen haben sie. Ja. Man sieht sehr schön, wie er uns immer beobachtet. Also der kleine schwarze Punkt im Auge ist immer auf unser Objektiv gerichtet. Und hier betrachtet er eigentlich mit dem Rest des Auges seine große, große Welt. Weil das gehört alles ihm. Glaube ich. Ja. Ja, das war's. Suchen wir uns das nächste Sujet. Eine schöne Magerwiese. Und hier ist sie, das ist eine große Schiefkopfschrecke. Ja, die ist wirklich recht gross. He? Ja, zwischen 2 und 3 Zentimeter lang. Nur? Ja. Vorne am hier sehen wir, unsere Schauspieler haben nicht immer die beste Position und dann muss man ihnen ab und zu nachhelfen und sind die Position schubsen. Das ist das Bein von unserem Campingstuhl. Eigentlich wollten wir auf dem sitzen, aber diese Schrecke hat sich zum Ziel gesetzt, unseren Stuhl anzuknabbern. Ja, das hat dir gefallen. Wir vermuten, dass sie das Metall interessiert. Also vielleicht braucht sie bestimmte Nährstoffe, also Metalle. Hier sieht man auch gut die Atmung. Der Bauch, wie er rauf und runter geht. Und der Kopf ist wirklich schief. Ja. Sie kann auch kopfüber auf unserem Stuhl, also sie macht sich das gemütlich und wir müssen in der Hocke daneben sitzen.
Und hier ist sie gnädigerweise dann auf ein Blatt abgewandert. Und sie macht die Bekanntschaft mit einer Lederwanze. Oder auch Randwanze. Aber sie haben kein Interesse aneinander. Sie stressen sich nicht gegenseitig. Sie sind sich einfach egal. Lederwanzen sind bei uns sehr häufig. Ja. Und hier haben wir zwei Damen. Wir waren schön am Filmen, hatten unser Makroobjektiv aufgesetzt und dann mussten wir kurzerhand mit auf das Tele wechseln. Diese zwei haben sich einen Snack gegönnt. Das ist ein Zuckerrübenfeld. Ich weiß gar nicht, sind die Blätter auch süß? Das weiß ich nicht. Na, Snack beendet und ab in den Wald. Hier sehen wir einen Erdbeerblütenstecher. Er ist etwa 2 bis 4 mm groß. Und er heißt so, weil seine Larven, die fressen Blüten von Himbeeren und Erdbeeren. Aber die Käfer, die fressen nur die Pollen. Also Blüten, ja. Ja. Er kneift die Blüten. Und Nektar nehmen sie. Der ganze Käfer, 2 bis 4 mm. Und hier sehen wir die Zange vorne. Also wie klein die ist und wie beweglich alles ist. Und hier gibt es Besuch von einem sehr, sehr großen. Ich glaube, das ist ein Dinosaurier im Verhältnis. Man hat den Eindruck, ja. Auch hier kein Stress, nichts. Kein Futterneid, kein Problem. Ah, das ist eine Schwebfliege. Wir sagen hier auch eine Mistbiene. Ja, und auch da schön das Größenverhältnis, also die Mistbiene ist etwa 1 cm lang. Mhm. Hier eine Fruchtfliege. Eine gelbe Getreidefliege. Getreidefliege. Sie ist auch klein, etwa 3,5 bis 6 mm. Und ihre Larven, die sind Schädlinge für das Getreide. Die Fliege selber nicht. Die Fliege selber nicht, nein. Aber sehr eitel. He? Sie weiß, dass wir sie filmen und jetzt macht sie sich zurecht. Ja, wenn man auf YouTube kommt. Ja, ja. Ja, und das wär's. Bis später. Bis dann.